Hallo meine Wundervollen. Heute soll es nochmal um Dreads gehen. Dies ist aber jetzt auch das letzte Video von der zweiten Staffel von Let's Talk About Dreads. Habt ihr die erste Staffel schon gesehen? Wenn nicht, könnt ihr euch die ja nach diesem Video anschauen. In diesem Video werde ich die Frage beantworten, für wen denn meiner Meinung nach Dreads geeignet sind und für wen nicht. Gleich vorab interessiert mich natürlich, wer von meinen Zuschauern hat Dreads, wer wünscht sich Dreads, wer denkt über Dreads nach, wer hatte schon Dreads? Schreibt es mir in die Kommentare. Meiner Ansicht nach sind Dreads nichts für faule Leute, denn Dreads zu haben bedarf auch einiges an Pflege. Natürlich muss man sie weniger waschen, nicht kämmen, aber man muss dafür sorgen, dass sie in Form bleiben. Das ist gar nicht so wenig Arbeit, wenn man das richtig macht. Für Faule sind Dreads deswegen meiner Meinung nach nicht geeignet. Nach den Dreads kommt fast immer eine Kurzhaarfrisur und wenn du jemand bist, der vielleicht schon immer mal ganz kurze Haare haben wollte, aber irgendwie sich nicht traut, mach dir Dreads und dann lass sie ein Jahr drin, schneid sie ab und du hast raspelkurze Haare. Du bist ein lebensbejahender und froher Mensch und kommst gern in Kontakt mit anderen Menschen, dann sind Dreads auf jeden Fall was für dich. Denn wenn du so eine Frisur hast und mit Filzlocken durch die Gegend läufst, sei dir sicher, du wirst angesprochen. Gar nicht unbedingt auf die Haare, sondern einfach generell wirken Menschen mit Dreads offener, lebensfroher, eben dieser Hippie-Style, dieses Unverklemmte. Ich werde extrem oft einfach so angesprochen, aus dem Nichts heraus, und es war vor den Dreads nicht so. Wenn du es also magst, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, dann sind Dreads auf jeden Fall was für dich. Bist du jemand, der gerne super schick essen geht und sich auch gerne extrem schick kleidet und auch gerne von der Gesellschaft als schick wahrgenommen wird? Dann sind Dreads eher nichts für dich, denn mit Dreads wird man nicht so schick behandelt. Wenn man in einen Laden reingeht, ist es meistens so, dass die Bedienung, die Kellner, die Leute, die da arbeiten, eher so einen skeptischen Blick drauf haben. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, die gibt es überall, aber den größeren Teil meiner Erfahrungen, die ich bisher mit meinen neuen Dreads gesammelt habe, ist, dass ich eher komisch angeguckt werde. Wenn du also jemand bist, der auf den schicken Lifestyle steht und gerne auch vornehm behandelt werden möchte, dann sind Dreads eher nichts für dich. Und wer von euch hat sich wiedererkannt? Wer von euch will immer noch Dreads und wen habe ich jetzt davon abgebracht? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Dreads oder mit raspelkurzen Haaren? Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Bekannten weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen. Muah.